Herzlich willkommen zurück bei Torchlight, aber ich habe es mir anders überlegt, wir gehen nicht weiter runter. Zuerst gehen wir mal in die Stadt, weil hier haben wir zwei Quests zu machen. Oder nur eine? Oh, okay, wir gehen doch noch eins runter, weil ich könnte das eigentlich kurz auch nachgucken. Ich glaube. Nee. Das ist noch nicht vorbei. Warum auch immer. Komisch, wie lange der Typ bei uns bleibt, aber hey. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Geh weg. Bedrohliche Mucke. In der feuchte Kammer. Sind wir doch noch nicht in der Nekropole? Oh, dann sollten wir aber. Okay, doch, ich gehe sicherheitshalber mal zurück in die Stadt. Weil sonst vergessen wir. Ups. Komm her. Ja. Noch eine Quest, die, Oh, so. Ja, sonst gibt's noch eine Quest für diese Ebene, die wir gar noch nicht haben. Das wäre dumm. Wenn wir uns durch die ganze Ebene prügeln würden. Lustig ist, unsere Aufgabe war ja, den hier zurück in die Stadt zu bringen, aber jetzt hat er scheinbar keine Lust mehr. Ja, haben wir, danke. Oh, ich hätte vorlesen sollen. Ich wurde von der Muse geküsst. Es reicht nicht aus, von einer Schlacht zu berichten. Ich muss eine Geschichte aus zahllosen Siegen zusammen tricksen. Die harte Arbeit der Dramaturgie könnt ihr getrost mir überlassen. Ihr müsst nur die Monster schlagen. Für den Anfang solltet ihr euch mit Keck Ubal in seinem Hort auf Ebene 5 beschäftigen. Sonst hat sie ja nicht so viel, aber ich gehe mal Tränke kaufen. Tränke. Oh, das war nicht hier. Hier? Hallo. Gib mir Tränke. Da. Na gut, das können wir nicht gleich noch kurz, wenn wir schon hier sind. Ist eigentlich besser. Komm, das benutzen wir jetzt mal. So. Oh, das sieht aber irgendwie gleich aus. Nee. Das mag ich ja überhaupt nicht. Hat der Stärke 18, ist ja abartig. Naja. Ups. Was mache ich nur? Ich depp. So, zurück. Naja. Ach, das geht. Ah, okay. Nö, nö, nö. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist Geld. Ah nein, Stadtrollen. Oh, ich hätte natürlich Schriftrollen kaufen müssen. Naja. Das heißt, hier haben wir gar keine Quest. Wir prügeln uns einfach nur hier durch. Oh. Jetzt habe ich dich. Was hast du mit Ulrich gemacht? Gute Frage. Ich bin hier, Brink. Ich habe nach Syl geschickt. Aber von euch oder eurem Freund war nicht die Rede, soweit ich mich erinnere. Dennoch könntet ihr euch als nützlich erweisen. Hoi! Na, ich danke. Du Arschkeks. Nein. Das ist nicht gut. Autsch, Boss. Aus nix. Aufs Maul. Au. Ich hau gleich mal alles raus, was wir haben. Oh. Geh drauf. Juhu. Und Kohle. Und Säbel. Oh. Brink nicht. Was ist geschehen? Oh nein, mein Freund. Das klang jetzt nicht so motiviert. Nein. Ihr sagt, Ulrich wäre dafür verantwortlich? Dann war sein Brief eine Falle? Aber warum? Die Verderbtheit hier muss seinen Geist verwirrt haben. Unglaublich, dass sie so mächtig ist. Ja. Ja, wie ich sehe, seid auch ihr davon ergriffen. Der Pesthauch breitet sich in euch aus. Und wenn wir keinen Weg finden, ihn aufzuhalten, erwartet euch dasselbe Schicksal wie Brink. Es tut mir leid, dass ich euch mit hineingezogen habe. Ich werde mein Bestes geben, um euch zu heilen. Kommt zu mir nach Torchlight, dann erkläre ich euch meinen Plan. Da waren wir gerade. Sie haben eine neue Quest gestartet. Danke. Und sie rennt weg. Wie nett. Eine Truhe. Und noch mehr Kohle und Zeug.
Autsch. Das war nicht so nett. Au, ich brenne. Wie fies. Ups, plötzlich war die Mucke zu Ende. Hm. Bogen, Heiltrank, komm mit. Eine Rolle. Und ein Mana-Trank. Nehmen wir alles mit. Nimm mit. Sonst noch was hier? Normalerweise kann man in solchen Spielen immer die Gräber plündern. Hier geht das nicht. Warum? Das gefällt mir nicht. Oh. Oh, eine Menge Kisten. Die hätte ich fast übersehen. Boah, Zeug. Zeug. Tor zur Stadt. Das ist immerhin gut. Haben wir immerhin einen Wegpunkt. Rrt. Haben wir eine neue Quest. Oh ja, eine Menge. Hallo. Hallo. Hey, hallo. Willkommen in der Torschleife. Ich bin Hatch, der reichste Mann der Stadt. Nun zumindest ist das mein Plan. Ja, das machen viele so. Ich habe noch nicht alle Details ausgearbeitet, aber der Schlüssel dazu ist dieser Zauberstab. Er öffnet ein Portal an einen ganz bestimmten Ort. Ich bin sicher, dass er voller Schätze ist. Das Problem ist, dass er auch voller Monster ist, also kann ich nicht selbst nachsehen. Wenn ihr mit den Monstern fertig seid und mir die besten Schätze bringt, die ihr dort findet, könnt ihr Gold und Waffen für euch selbst behalten. Aber seid vorsichtig, ich glaube nicht, dass andere Portale dort funktionieren. Was sagt ihr zu? Jo, machen wir. Dann machen wir einen. Sie haben eine neue nicht jetzt. Quest noch gestanden. Nicht jetzt. Hallo. Das ist alles ein bisschen viel für mich. Brink ist tot, mein Meister ist weg und für eure Verderbtheit fühle ich mich auch verantwortlich. Irgendwie verbindet sich der Pesthauch im Blutstein mit eurem Fleisch. Und verändert es. Aber zumindest ist es ein langsamer Prozess. Ich weiß einige Dinge über die Grüfte unter der Mine. Der Aufseher hat mit Methoden zur Reinigung von Blutstein experimentiert. Vielleicht können wir sein Wissen dazu benutzen, euch von der Verderbtheit zu befreien. Findet die Bibliothek des Aufsehers, dort müssten seine Aufzeichnungen liegen. Okay, machen wir auch. Selbstverständlich. Ich habe die schönsten Edel- und Blutsteine. Hat die, die... Hey. Nö, die hat keine Schriftrollen. Die hat Schriftrollen. Der hat Schriftrollen. Ah, da brauchen wir eine Menge von. Kaufen wir gleich mal 20. Viel Glück. Oh, das ist aber geil. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Heißresistenz, Mana, Elektrizitätsresistenz. Boah, komm, das ist, glaube ich, besser. Oh, das war der falsche. Ne, Zaubertempo möchte ich gerne behalten. Wir haben einfach keine Sockel. Dementsprechend, ja. Im Moment ist das noch besser, das behalte ich aber nur die Sockel können. Giftschaden. Giftschaden, das braucht man nicht. Ja. Nee, die sind nicht so toll. Für uns jetzt. Weil wir benutzen Gift und Elektrizität und der hat auf beides einen Bonus und die auf keines davon. Nee, komm. Das erscheint mir nicht so sinnvoll. Boah, den können wir noch lange nicht nötig benutzen, aber der scheint schon gut zu sein. Vor allem ist, hat er noch einen Sockel. Wood? Ach nee, Mist. So. Ja gut, okay, ich schmeiß jetzt mal alles weg. Komm, hat ja keinen Zweck hier. Tränke haben wir eigentlich noch eine Menge. Ja, komm. Guten Tag. Noch eine Quest? Nö. Sollen wir jetzt das zuerst machen, oder? Ach komm, wisst ihr, wir machen kurz das. Ich weiß nicht, wie lange es geht, aber... Wir sehen es ja. Sind unsere Begleiter jetzt eigentlich weg, also die kleinen Viecher? Nee, die sind noch da. Einer. Wo ist der andere? Also ist wahrscheinlich tot. Hallo, verrotteter Magier. Die haben keine Leichen hinterlassen. Das ist natürlich nicht so cool. Können wir kein neues Viechli beschwören. Schämen. Das klingt auch nicht so, als würde er eine Leiche hinterlassen. Nö. Aber der. Uah, Gift. Boah, was für ein Radius. Meine Fresse. Autsch. Ups, komm. Ach so. Oh, der andere ist jetzt auch tot. Na klasse. Brauchen wir immer noch einen. Oh, komm her. Steve machen wir unseren neuen Kumpel. Oder? Nö, zählt das nicht als Leiche?
Scheinbar nicht. Ah. Scheißdreck. Gleich mal ein bisschen Mobiliar zerdeppern, verfrusten. Ups. Mist, so. An die Kante geprügelt. Oh, wisst ihr was? Dann holen wir uns gleich noch einen Kumpel. Nee, nicht noch. Kommt schon. Oh, was ist das? Oh Gott, das macht ja Schaden wie Sau. Kurz ein bisschen auf Distanz. Stirb. Wir hatten keinen Stufenaufstieg, ne? Nee, noch nicht. Kann aber nicht mehr. Ah, hier unten. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt. Ist es jetzt an oder aus? Jetzt ist es, glaube ich, an. Jo. Ja, das brauche ich mal. Oh Gott, nö. Uah. Seht ihr, deswegen bevorzuge ich den Zerstörer, wie er sich hier nennt. Bom. Ich meine, der ein bisschen anfälliger ist gegen das giftige Zeug, das die... Oh, ihr seht's. Eine Mimikrie. Auch das noch. Stirb. Treffen wir das Viech? Oh, das ist ein Boss. Na gut, da hätte ich auf uns selber auch drauf kommen können. Ah, der lebt auch noch. Na klasse. Der auch. So, komm. Alter, gehst du mal bitte zu Boden? Na also. Nimm mit. Wie viele hat's überlebt? Nur einer ist gestorben. Cool. Hä? Ich will 9. Nicht genügend. Ah, okay. Na, das erklärt einiges. Kratz, kratz. Da oben hat's noch eine Leiche. Nett. So, du wirst jetzt mein neuer Kumpel. Scheinbar nicht. Liegt das jetzt echt am Mana? Du bist mein neuer Kumpel. Ah doch, jetzt ist er da. Nee, oder? Oh Gott, mach den kurz kalter wieder. Alter, Trick. Dö. Ich kann Ups. Das nicht machen. Ja, ja. Ist aber nicht immer schon wieder einer draufgegangen, oder? Boah, ist er zu... Oh Gott! Menno, halt euch mal zurück. Ganz schön stressig, diese Viecher. So, geht kaputt. Muss ich noch einen holen. Ach du Scheiße. Nein! Bleibt hier. Ach du Heilige. Ist ja schlimmer wie Kinderhüten. Was haben wir hier? Eisresistenzrüstung. Ja, ist im Moment irgendwie besser. Feuerschaden. Schnellerer Angriff. Eisschaden. Gut, da. Na gut, können wir jetzt. Ich hoffe, es war der richtige. Ja. Elektrizitätsschaden. Das ist nett. Das können wir gut brauchen. Ist es ein Sockel? Elektrizitäts. Doppelt nett. Haben wir noch einen sockelbaren Gegenstand ohne Sockel? Irgendwie nicht. Scheiße. Gut, was bringt der? Ah nein, das ist nur eine Waffe. Ah, das ist Resistenz, okay, da habe ich richtig gelöst. Na, dann bringt es nicht allzu viel. Oh, ein Volliamt Offenbarung. Ist das hier schon die... Ah, das ist die Gruft des Chronisten, das ist die Spezialquest, habe ich völlig vergessen. Ach, wisst ihr was, wir gehen in den Nahkampf. Tod und Verderben. Der irgendwie... Deine Quest wurde abgeschlossen. Das war's schon. Das war kurz. Komm her. Och, komm. Boah, da will ich jetzt aber reinhauen. Oh Gott, das ist so geil. Nee, ich glaube, ich werde wirklich hauptsächlich auf das hier. Oh, mein Kätzchen. Lasst mein Kätzchen. Nee, ich werde, glaube ich, wirklich hauptsächlich auf dieses Dings gehen. Das, wie hieß es? Sind beide tot? Na klasse, das habt ihr jetzt davon.
dumme Viecher. Jetzt. Dumm. Dumm. Hier ist... Haben wir eigentlich noch was Cooles gekriegt? Das sieht nicht so offen wie ein Foliant das auf dem Bildchen, aber hey. Oh, wie viele Identifizierungsrollen wir verbraten. Ein Magierschild. Ist das auch ein Zauber? Ne, das ist ein Stab. Das ist ein Zauberstab. Oh, das ist aber geil. Komm, das hauen wir drauf. So, und in Kombination mit dem stelle ich mir das echt geil vor. Es ist Elektrizitätsschaden oder Elektrizitätsschaden. Das ist natürlich cool. Ist das jetzt? Ja. Das ist natürlich gut. Keine Urne. Mach kaputt. Sonst noch was? Wow. Das wollte ich nicht. Nö. Sieht so aus, als wäre es das gewesen. Aber hier ist noch Gewisox. Oh, komm her. Oh, also es bringt schon. Unsere neue Sockelsache. Och, geh doch, doofes Gift. So, oh, Skelett. Es war ein Skelett. Und zurück. Das war kurz, aber lustig. Hallöchen. Hey. Ein Buch. Ein Buch, es ist das beste Artefakt, das ihr dort gefunden habt. Interessant. Diese Zeichnung sieht genauso aus wie mein Zauberstab. Vermutlich gibt es da irgendeine Verbindung. Ja, ich sehe schon. Ich kann das Buch dazu benutzen, Portale zu allen möglichen Orten zu möchten öffnen. Reichtum, wir kommen. Na, schön wär's. Ihr Ruhm ist gestiegen. Erinnert ihr euch noch an das Buch, das ihr mir gebracht habt? Den Folianten der Offenbarung? Noch immer jedenfalls wird dort ein Gegenstand erwähnt, der tief im Berg verschollen liegt. Fester Metallflum. Das ist ein Scherz. Okay, oder es ist so eine Art... Seitenhieb. Es wimmelt dort sicherlich von Monstern, aber das bedeutet letztlich nur, dass niemand anderes unseren Schatz sehen kann. Schatz stehlen kann. Ich werde ein Portal öffnen und wenn ihr mir den Gegenstand Fester Metallklumpen bringt, erhaltet ihr sogar eine Belohnung. Sogar, ja, danke. Danke euch, kann ich mir das leisten. Sie haben eine neue Quest gestartet. Und Level up. Level up. Das tun wir jetzt auf. Östliche Herrschung von Zauberstäben. Ja, nee, Zauberstäbe möchte ich eigentlich trotzdem behalten. Aber dieser hier finde ich einfach cool. Ich glaube, ich werde doch ein bisschen abwechseln. Ist vielleicht nicht das Schlauste, aber was soll's, ich spiele es ja auch nicht Pro-Gaming-mäßig. Hallo. Das darf weg. Das darf weg. Das darf weg. Das darf auch weg, haben wir gesagt. Was bringt das? Gesundheit per Trefferstuhl. Bonus auf Attribut Verteidigung. Haben wir noch was? Wir hatten doch noch was zum Sockeln. Ja komm, das tun wir jetzt einfach mal da rein. Zaubersprüche. Wir haben einen neuen. Für unser Viech. Nicht für unser Viech. Für uns. Blödsinn. So. Weg, weg. Weg. Aber wir brauchen neue Identifizierungsröllchen. Nein, das ist das falsch. Das hier. Diesmal nehme ich, glaube ich, gleich 40 mit, weil ja nie zu wenig Identifizierungsrollen, nie zu viel Identifizierungsrollen haben. Finde ich auch. Den können wir noch nicht benutzen. Gucken wir mal kurz. Okay, wie ist denn Level? Schon, meine Güte. Okay. Dann werde ich die Folge mal beenden. Ich danke fürs Zugucken und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.